Einzelnen, wie immer, ganz traditionell, Barbara Thompson. Charlie Mariano. Albert Mangelsdorf. Ian Carr. Ack van Rooyen. Und Johannes Faber. Schlagzeug John Heisman. Eberhard Weber. Holger Riegel und Wolfgang Dauner. United Jazz Orchestra. Man sagt, die Geschichte des Jazz sei die ihrer Interpreten und die großen Solisten seien es gewesen, die uns Swing und Bebop, Cool und Free Jazz haben entdecken lassen. Das alles ist bei uns in Deutschland sicher nur eine Nummer kleiner zu haben. Und dennoch, als Avantgardist und Talentschmecker, als Bandleader und Solist ist Wolfgang Dauner tonangebend geworden. Und er war es, der vor nunmehr einem Jahrzehnt einem Ensemble auf die Beine half, das zu einem souveränen Musikereignis wurde. Die erste Platte, die wir damals gemacht haben, die wurde sofort 40.000 Mal verkauft. Das war eine ganz tolle Arbeit, weil ich konnte da einfach mit meinen wunderbaren Kollegen zusammenspielen, ja, und wir konnten neue Sachen ausprobieren und wir haben ja lauter Originale gespielt. Wir haben nichts, keine Covers gemacht von gar nichts. Wir haben nur eigene Kompositionen gespielt. Die waren wahnsinnig erfolgreich, Gott sei Dank. Und das hat auch dazu geführt, dass wir nach 25 Jahren noch zusammengespielt haben. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das hat als, eigentlich hat es keine Band in der Größenordnung in Europa gemacht, würde ich mal sagen. Also mir ist nichts bekannt. Das ist die Seite, die fehlt. Ja, genau. Aber das gefällt mir übrigens sehr gut mit dem Mozart und dem Schlagzeug. Ja, aber das hat was nicht so. Ganz gestimmt. Ich meine, es könnte noch ein bisschen mehr sein, finde ich. Noch ein bisschen spannender von dir aus. Ja, das, so ein bisschen, da muss ich die Sachen noch besser kennenlernen. Das ja, also ich sage dir, Wolfgang, dem zeige es. Ich ja. habe ihm statt drei du Noten, statt vier Notenseiten, habe ich ihm leider nur drei gegeben. Und dann habe ich immer ja. gesucht, wo hat das ist, was er spielt. Ach so, okay. Das war mein Fehler. Um 17 Uhr, sagt der Wolfgang, wäre es. Steht da drauf auf dem Laden, 17 Uhr. Kein Problem. Okay. Der Florian hat ein großes Faible gehabt für Schlagzeug. Ich habe mal so eine Trommel mitgebracht aus Indien, so einen Mirandangam, so eine von zwei Seiten bespielbare Trommel. Und die stand so da, und da lag so ein Hammer. Na, der Florian, den Hammer, da war ungefähr 5 Jahre alt. Der Florian den Hammer genommen und hat mal in die Trommel ein riesiges Loch reingehauen. Und das war eigentlich der Anfang für Schlagzeug. Proberaumlicht. Er hat auch Klavierunterricht natürlich gehabt. Das Problem war, einen richtigen Lehrer zu finden. Florian hat so gespielt, ja, so die Haltung so gehabt. Und normalerweise hält man mit der linken Hand, das kommt von der Marschtrommel. Ja, Klassik und Jazz. Ja, und von der Klassik. Ja. Und der Lehrer hat gleich gesagt, so geht es aber nicht. Daraufhin habe ich den Billy Cobham gefragt, weil mich das interessiert hat, ob ich da jetzt total falsch liege oder nicht. Und der Billy hat zu mir gesagt, Quatsch, ich spiele so und ich spiele auch so, das hat überhaupt nichts zu sagen. Das hat nichts mit dem Schlagzeugspiel an sich zu tun. Also ich komme da irgendwo raus. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and take to the sky. Till that moment,
Nein, das, was ich bei dir immer mache, diese Ohrenmassage, also dieses nach außen wölben, ist ja unheimlich. Also mal jetzt stehe ich und mach so. Aber wenn du jetzt still liegst und das macht, das ist sehr beruhigend, das ist wahnsinnig entspannend. Das mache ich beim Wolfgang immer. Und dann guck mal, und dann mache ich immer beim Wolfgang eins und dann ziehe ich ihm immer hier die Härchen so ganz zart, aber so ganz zart raus. Ja, und das ist so, ein, ist so entspannend. Und dann die Ohrmuscheln öffnen wie so kleine Schamlippen, ganz langsam nach außen wölben und öffnen. Du, was glaubst du, wie die Jungs entspannen? Schau mal, was die ersten zugehen. Wir machen Unterricht im Sommer. Okay. Das war mal dasselbe, was man heute in so einem Einschub drin hat, ja. Allerdings ist das alles nicht digital, das ist noch alles analog, ja. Aber da habe ich meine ersten Fingerübungen mitgemacht. Sind die 100, wiegt allein 6,5 Zentner, hat mal über 50.000 D-Mark gekostet, ja. Das sind die 100, war leider nur zweistimmig spielbar und das war schon mal ein riesen Handicap, ja, weil welcher Musiker will nur zweistimmig spielen? Also, allerdings war auch in diesem Gerät der erste Sequencer drin. Und das war natürlich was ganz neu war. Man konnte natürlich da wahnsinnige Klänge entwickeln, was natürlich auch seine Zeit kostet. Das war unheimlich zeitintensiv. Ich habe dann mich da reingearbeitet in die Musik, auch habe für Streichorchester geschrieben, habe alles Mögliche gemacht. Das war ein langer Weg, aber der mich einfach unheimlich interessiert hat. Der war nicht mühsam, das hat mir Spaß gemacht, weil das war ja Musik ist ja mein Hobby sozusagen. We'll be right back.
Welche Reise kommen wir mit Wassergauner?